Ja, dann begrüße ich euch herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Heute haben wir das große Glück, dass wir mit Luca Nakamura einen Gast aus der Schweiz bei uns haben. Sie ist also heute aus Zürich gekommen, extra für uns, leitet morgen und übermorgen ja auch unser Retreat. Und heute Abend hält sie uns den Vortrag über die vielen Wahrheiten. Luca ist Psychologin, MBSR-Lehrerin und seit den 90er Jahren im Buddhismus aktiv, hat mit Zen angefangen, habe ich gerade nochmal erfahren, hat Dzogchen auch gemacht, aber ihre Hauptrichtung ist in der Zwischenzeit Vipassana und da hat sie den sehr prominenten Lehrer Fred von Almen, bei dem sie ausgebildet worden ist. Ja, und mehr wollte ich nicht sagen, Juka, ich übergebe dir das Wort. Ja. Wahrscheinlich kennen die meisten Menschen, die meisten von euch, die meisten von uns, diese Momente, wo wir uns fragen, was eigentlich der Sinn unseres Lebens ist. Momente, wo wir innehalten und uns ein bisschen wundern, was das alles soll. Und so oft leben wir in einer Weise, wo wir uns sehr gefangen fühlen, in Zwängen, in inneren und äußeren Zwängen. Wir versuchen mit den unvermeidlichen Aufs und Abs im Leben irgendwie klarzukommen. Wir hoffen immer darauf, dass es da vorne dann besser wird. Wenn dann diese stressige Phase vorbei ist, wenn dann die Ferien kommen, wenn ich dann in Rente gehe, immer da vorne hoffen wir, wird es dann irgendwie besser. So oft überwältigen uns die Anforderungen des Alltags, bedrängen uns. So oft verlieren wir uns in den Dramen sozialer Beziehungen. Manchmal ist einfach alles ein bisschen viel. Kennen wir alle. Und in diesem ganzen Hamsterrad nehmen wir uns nicht oft Zeit, um wirklich zu fragen, was ist das für eine Situation, in der wir uns als Menschen finden, wo wir wirklich versuchen zu verstehen. Und doch gibt es dann diese Momente, das kennt ihr bestimmt alle auch, Momente, in denen wir bestimmte Situationen diesen existenziellen Fragen nicht mehr ausweichen konnten. Sei es, weil jemand gestorben ist oder weil wir uns von jemandem getrennt haben oder weil sonst etwas Schwieriges passiert ist. Wir alle kennen diese Momente, in denen wir so ein bisschen aufwachen und plötzlich spüren, wow, da gibt es noch eine tiefere Dimension dieses Lebens. Der Buddha hat mit all seinen Belehrungen genau auf solche Fragen, nach den existenziellen Fragen, hat er versucht, einen Umgang zu zeigen, wie wir mit solchen Fragen umgehen können. Er zeigte, wie wir mit dem Leben auf eine Weise umgehen können, die weise und mitfühlend und balanciert, ausgeglichen ist. Seine Lehre, die wir in den sogenannten vier edlen Wahrheiten zusammengefasst finden, ist eine solche Perspektive, von der aus wir unser Leben betrachten können. Und von der aus wir auch ein tieferes Verständnis unseres Lebens gewinnen können. Und ich möchte heute Abend ein paar Gedanken dazu mit euch teilen. Ein paar von euch sind vielleicht schon ziemlich vertraut damit, andere vielleicht weniger. Das weiß ich nicht, ich kenne euch nicht genug. Jetzt muss ich voranschicken, dass diese Bezeichnung der vier edlen Wahrheiten eigentlich ein bisschen problematisch ist. Auch wenn man sie sehr häufig liest und auch wenn sie sehr geläufig ist. Gerade in den letzten Jahren haben sich einige Indologen auch dazu geäußert und darauf hingewiesen, dass man zum Beispiel eher von den vier Wirklichkeiten der Edlen sprechen sollte. Aber das ist halt nicht so, ja, ein bisschen umständlicher formuliert. Schon nur das Wort Wahrheit ist ein bisschen problematisch, weil es suggeriert, dass es so um Wahrheiten geht, an die man dann glauben muss. So Wahrheiten, die von der Kanzel verkündet werden, so im Sinne dogmatischer Überzeugungen, was eigentlich dem Geist von Buddhas Lehre total zuwiderläuft, weil der Buddha eigentlich immer gelehrt hat, dass jegliches Festklammern an Meinungen zu überwinden sei.
wenn man die traditionellen Texte genauer liest, müssten wir, wenn wir zum Beispiel Peter Harvey folgen, statt von Wahrheiten eher von Wirklichkeiten sprechen. Also da sprechen wir über etwas, was man in der eigenen Erfahrung überprüfen kann. Eine Wahrheit wird verkündet und verteidigt. Eine Wirklichkeit hingegen, könnten wir sagen, das können wir bei uns im eigenen Erleben überprüfen. Dann ist es auch ein bisschen verwirrend, wenn wir hören, dass es um vier edle Wahrheiten gehen soll. Man kann sich dann fragen, wie kann eine Wahrheit edel sein? Was ist damit gemeint? Das kann einem seltsam anmuten. Und eigentlich ist es so, dass wir schon bei Buddhaghosa, einem Kommentator aus dem 5. Jahrhundert, nachlesen können, dass damit eigentlich gemeint ist, dass das Aussagen sind oder Wirklichkeiten sind, wie sie von erwachten Menschen, also von edlen Menschen erfahren werden. Also in diesem Sinne kann man sagen, sind es edle Wirklichkeiten oder Wirklichkeiten der Edlen. Oder man könnte in einem anderen Sinn auch sagen, es sind Wirklichkeiten, die, wenn wir uns mit ihnen auseinandersetzen, uns veredeln. Es sind veredelnde Wahrheiten, weil sie uns helfen, eine klarere Sicht auf unser Leben zu bekommen und dadurch vielleicht auch weiser zu handeln. Das ist der Weg zum Erwachen. Diese Lehre also über die vier Wahrheiten oder Wirklichkeiten der Edlen stellt eine Darstellung unserer existenziellen Situation als Menschen dar. Wie wir uns hier und heute finden als Menschen, und sie zeigen uns auch unser Potenzial auf, wie wir mit dieser Situation umgehen und wachsen können. Wie wir zu einem Maß geistiger Gesundheit, zu innerem Frieden und Glück finden können, wie man es dann als Erwachen oder als Befreiung bezeichnet. Diese Lehre ist zugleich auch eine Anleitung, die uns zeigt, wie wir vorgehen sollen, wenn wir dieses Potenzial, das wir vielleicht intuitiv spüren, verwirklichen wollen. Ja, dann schauen wir uns doch diese vier Wirklichkeiten mal genauer an. Die erste ist diese Wirklichkeit von der Leidhaftigkeit des Lebens. Die zweite ist die Wirklichkeit der Ursachen dieser Leidhaftigkeit. Dann haben wir die Wirklichkeit des Aufhörens der Leidhaftigkeit. Und viertens die Wirklichkeit des Pfades, der zum Aufhören der Leidhaftigkeit führt. Die Wirklichkeit von der Leidhaftigkeit des Lebens, oft auch als Wahrheit vom Leiden oder Dukkha bezeichnet, beinhaltet diese Tatsache, dass unser Leben als Menschen unvermeidbar schmerzhafte, leidhafte, unangenehme, frustrierende, stressige Erfahrungen mit sich bringt. Wir finden hier übrigens unterschiedliche Auffassungen in den Traditionen. Das nur nebenbei, während in der Theravada-Tradition gesagt wird, dass alles Leben leidhaft ist, wird im Mahayana-Buddhismus gelehrt, dass das Leben nur so lange leidhaft ist, wie der Geist nicht befreit ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Aber solange wir nicht befreit sind, spielt es keine Rolle, sind wir alle mit dem Leiden konfrontiert. Also setzen wir uns mal damit auseinander. Jetzt, interessant ist, woher das Wort Dukkha kommt, dieses Pali-Wort. Das Präfix Du bedeutet eigentlich schlecht oder schwierig und Ka bedeutet Raum oder noch spezifischer bezeichnet es das Loch, dort wo die Achse eines Rads hineinpasst. Und wir könnten sagen, dass Dukkha eine Situation bezeichnet, wo so eine Achse nicht gut in das Zentrum eines Rads hineinpasst. Das ist nicht ganz schön gearbeitet, was dann dazu führt, dass das Rad nicht schön rund läuft, sondern immer so ein bisschen.
Und das ist eigentlich keine schlechte Metapher dafür, wie unser Leben sich manchmal anfühlen kann, wie eine ziemlich holprige Fahrt. Ja, was meinen wir damit in unserer Erfahrung? Im Dhammacakkappavattana, in der Lehrrede über das Ingangsetzen der Lehre, und das war die erste Lehrrede, die der Buddha nach seinem Erwachen gab, heißt es, Geburt ist leidvoll, Alter ist leidvoll, Krankheit ist leidvoll, Sterben ist leidvoll, Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung sind leidvoll. Vereintsein mit Unlieben ist leidvoll und Getrenntsein von Lieben ist leidvoll. Wonach man verlangt, nichts zu erlangen, ist leidvoll. Ist leidvoll. Kurz gesagt, die 5 Faktoren des Ergreifens sind leidvoll. Wie reagiert unser Geist auf solche Feststellungen? Wollen wir sie überhaupt hören? Oder wehren wir sie innerlich ein bisschen ab? Oder anerkennt vielleicht ein Teil in uns mit Erleichterung, dass der Buddha hier etwas anspricht, was wir alle aus unserem eigenen Leben kennen? Wir alle erleben ja schmerzliche, leidvolle Erfahrungen. Im Grunde genommen ist dies eine klare Diagnose unserer Situation als Menschen. Und so wie eine Diagnose, selbst wenn es sich um eine schwierige Diagnose handelt, eine Erleichterung sein kann, kann auch eine ehrliche Anerkennung unserer Situation als Menschen wirklich der erste Schritt sein zur Heilung. Und genauso als einen Weg zur Heilung hat der Buddha seine Lehre verstanden. Er, der auch als Arzt, als Mediziner der Welt bezeichnet wird, gibt uns zuerst die Diagnose, damit wir dann auf dieser Basis sehen können, was die Ätiologie, also die Krankheitsursache ist, dann was die Prognose ist und wie die Behandlung aussehen wird. Nun hat der Buddha zu jeder dieser 4 Wirklichkeiten formuliert, was in Bezug auf sie getan werden soll oder wie wir damit umgehen sollen. Also es sind gewissermaßen 4 Aufgaben. Und Stephen Batchelor spricht hier von diesen 4 Tasks eigentlich. Im Fall dieser Schmerzhaftigkeit oder Leidhaftigkeit ist nun die Aufgabe, sie wirklich zu verstehen. Verstehen heißt nicht, dass wir einfach daran glauben, ja, das Leben ist Dukkha. Es heißt nicht, dass wir das einfach runterbeten, sondern dass wir uns wirklich mit diesen eigenen Erfahrungen auseinandersetzen. Dass wir uns ihnen zuwenden, dass wir wirklich sehen, wann ist unser Erleben leidvoll oder schmerzhaft. Verstehen heißt, wirklich anzuerkennen, was ist und unsere Illusionen oder unsere Hoffnungen, dass es anders sein möge, abzulegen. Verstehen heißt, dass unsere Sicht der Dinge in Einklang kommt damit, wie sie wirklich sind. Natürlich wäre es schön, im Märchenland zu leben, wo die Menschen ewig leben und zusammen mit ihrem perfekten Prinzen oder ihrer Prinzessin bis zum Ende der Tage glücklich leben, immer schön gesund. Aber es kommt natürlich der Tag, wo wir alle aufwachen müssen aus diesen Wunschträumen und wo wir ehrlich feststellen, das Leben ist manchmal richtig schwierig. Manchmal tut's weh, manchmal ist es herausfordernd. Der Weg zu diesem inneren Sehen ist so diese innere Bewegung, sich nicht abzuwenden, aufhören davon zu rennen, nicht mehr vermeiden wollen, sondern im Gegenteil vielleicht Interesse zu entwickeln, freundliches Zugewandtsein zu entwickeln, damit wir verstehen können. Das ist diese innere Drehung, die wir benötigen, diese Bereitschaft. Verstehen heißt, dieses Leidvolle oder Schmerzhafte wirklich zu sehen in den verschiedenen Formen, weil unsere Tendenz ist, ständig auszuweichen. So oft versuchen wir, nicht wirklich wahrzunehmen, wenn es unangenehm ist.
wenn ihr mal im eigenen Alltag schaut, in der eigenen Erfahrung überprüft, könnt ihr wahrnehmen, wie subtil dieses innere Vermeiden permanent stattfindet. Sogar wenn wir hier sitzen, könnte es sein, dass irgendwo ein Unwohlsein ist und unsere instinktivste Reaktion ist immer ein Weggehen. Könnt ihr mal überprüfen. Und das braucht wirklich eine Bereitschaft, aus dieser Gewohnheit ein bisschen auszusteigen. Wir können auch beginnen zu sehen, dass das einfach ein Teil des menschlichen Lebens ist. Nichts Persönliches, nichts, was wir persönlich verschuldet haben, sondern der Buddha hat es gesagt, das Leben bringt manchmal einfach schmerzhafte Erfahrungen. Wir haben einen sensiblen Körper, der tut manchmal weh. Wir haben Gefühle, die tun manchmal weh. Das ist einfach, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Jetzt werden in den Schriften verschiedene Formen von Dukkha unterschieden. Das eine kennen wir alle, das ist das ganz klare Dukkha. Dukkha, das sind einfach die eindeutigen körperlichen und seelischen Schmerzen. Alle die Erfahrungen, die wir haben von Krankheit, von Unfällen, von Trennungen, von Konflikt. All das, womit wir tagtäglich konfrontiert sind, all das, worüber wir in der Zeitung lesen. Dukkha, das wissen wir alle, nimmt zum Teil unvorstellbare Ausmaße an in unserer Welt. Wenn wir nur ein bisschen schauen, wenn wir ein bisschen sensibel sind, dann können wir die Augen nicht davor verschließen, wie unvorstellbar Dukkha in unserer Welt ist. Wir sind so konfrontiert. Kriegsflüchtlinge, Ausbeutung der Natur und, und. Ich muss das nicht alles aufzählen, wir wissen es. Es ist eine enorme Realität. Und es fällt schwer, dieses Leiden an uns heranzulassen. Es fällt schwer, uns dafür zu öffnen und das wirklich anzuerkennen. Okay, aber selbst da könnte jetzt ja jemand sagen, also ich bin von dieser Art von Dukkha nicht betroffen. Dann wird dieser Mensch aber dennoch eine zweite Form von Dukkha erleben im eigenen Leben, die einfach damit zu tun hat, dass alle Phänomene, alle Menschen, alle Dinge letztlich nicht vollkommen befriedigend sein können, nicht perfekt sein können. Einfach weil sie zusammengesetzt sind, weil sie zusammengekommen sind. Selbst etwas, was perfekt erscheint, das neue Auto, wird früher oder später den ersten Kratzer haben. Selbst am wunderbarsten Sandstrand schneiden wir uns vielleicht in den Füßen wegen der Muscheln, die da herumliegen. Selbst der perfekteste Mensch wird irgendwann sich entpuppen als jemand, der gewisse Macken hat. Es ist einfach so. Es gibt nichts, kein Objekt, keine Menschen, keine Situationen, die auf Dauer perfekt sein werden. Das ist so dieser schale Geschmack aller Phänomene, mit denen wir zu tun haben. Früher oder später gibt es etwas, wo wir merken, nein, das vollkommene Glück kann ich darin nicht finden. Das ist Sankara Dukkha. Eigentlich wäre es zu viel verlangt. Es wäre zu viel verlangt von den Dingen, dass sie uns vollkommenes Glück geben. Und vielleicht lernen wir irgendwann, ja, das ist so, und wir lernen eine reifere Sicht, wo wir die Dinge einfach so lieben können, so unperfekt sie halt sind. Dann gibt es eine dritte Art von Dukkha. Das ist dann das Dukkha der Veränderung. Selbst wenn wir Momente erleben, in denen alles perfekt scheint, völlig befriedigend erscheint, müssen wir erleben, wie alle diese Momente auch vorbeigehen. Dann sind sie nur noch Erinnerung. Dukkha der Veränderung bedeutet, dass wir nichts festhalten können, dass wir nichts bei uns halten können. Alles zerfließt zwischen unseren Händen und wird nur noch im Geist als Erinnerung zurückbleiben. Wichtig ist zu verstehen, dass es beim Kontemplieren dieser Leidhaftigkeit nicht darum geht, jetzt in eine Resignation oder Depression zu fallen, sondern darum, unsere Realität einfach so anzuerkennen, wie sie ist. Wir haben die Wahl,
das, was wir tatsächlich spüren und erleben, anzuerkennen. Den Schmerz, die Konflikte, die Ängste, das Scheitern, die Fehler. Oder aber so zu tun, wie wenn das alles nicht wäre. Oder wie wenn das nicht sein sollte. Wir können beginnen zu sehen, dass schwierige Lebenserfahrungen oder Schmerzen nicht ein Fehler im System sind, sondern dass sie dieser fließenden und sich ständig verändernden Welt innewohnend sind. Und in dem Maß, wie wir es wagen, Schmerzen und Leiden an uns heranzulassen, in dem Maße sehen wir vielleicht auch, dass wir diese Erfahrung des Schmerzes ja teilen mit allen anderen Menschen, mit den Tieren. Und das kann uns sanftmütiger und mitfühlender werden lassen. So wie wir uns dem eigenen Schmerz und Leid öffnen, so können wir uns auch wirklich öffnen für die anderen Menschen, für die anderen Wesen. Und dann lässt uns das eigene Leiden nicht verbittert werden, sondern es hilft uns, unser Herz zu öffnen und mitfühlender zu werden. Ja, soweit zu Dukkha. Dann kommen wir zur zweiten Wirklichkeit, der Ursache der Leidhaftigkeit. Der Buddha hat es nicht einfach damit bewenden lassen, festzustellen, dass das Leben leidhaft sein kann, sondern in der Nacht seines Erwachens ging ihm in der tiefen meditativen Kontemplation auf, was die Ursachen dafür sind. Auch wir suchen sehr oft nach den Gründen dafür, warum wir leiden. Aber normalerweise suchen wir nach den Gründen in irgendwelchen Menschen oder Situationen in der Außenwelt, indem wir unserem Chef zum Beispiel die Schuld geben, oder wir suchen die Schuld in uns selbst. Der Buddha jedoch hat realisiert, dass es letztlich tiefsitzende Gewohnheiten im Geist sind, die dazu führen, dass wir unzufrieden sind, frustriert sind, dass wir leiden, dass wir von Verlusten oder Misserfolg geplagt werden. Das heißt, wenn wir gründlich schauen, wie der Buddha, dann sehen wir, dass die Gründe für all das Leiden viel subtiler und tiefliegender sind, als wir das gemeinhin annehmen. Es sind letztlich destruktive Tendenzen im Geist, die das Leiden hervorbringen. Zusammengefasst sprechen wir von den drei Geistesgiften, von Verlangen, von Wollen, haben wollen. Einerseits Ablehnung oder Aversion, andererseits und Unwissenheit oder Täuschung. Unwissenheit ist die grundlegendste der drei Ursachen und damit ist eine sehr verzerrte Wahrnehmung gemeint, die dazu führt, dass wir selbstsüchtig nach Dingen verlangen oder sie ablehnen. Und unser Geist reagiert fast ständig auf alles, was wir erleben, wenn es angenehm ist, wenn es erfüllend erscheint, befriedigend erscheint, mit der Tendenz, mehr davon haben zu wollen. Ein angenehmer Geruch, ein angenehmer Sinneseindruck, sofort lehnen wir uns vorwärts und wollen mehr davon. Und der Geist reagiert auf alles, was unangenehm oder schmerzlich erscheint, mit Ablehnung, weicht aus, zieht sich zurück. Diese Reaktionen sitzen sehr, sehr tief in uns und sie haben eine große Macht über uns, solange wir nicht gelernt haben, sie in eine bessere Richtung zu kultivieren. Verlangen kann sich äußern zum Beispiel im Wunsch nach angenehmem Essen, nach Anerkennung und Liebe, im Wunsch nach Sicherheit und Besitz, nach Unterhaltung, nach schönen Ferien, nach dem nächsten Café und so weiter und so fort. Das ist eine endlose Liste. Und auch wenn Verlangen ja harmlos erscheinen mag, können wir die leidvolle Seite des Verlangens sehen, sobald das Verlangen nicht so leicht befriedigt werden kann. Wie geht es uns, wenn unser Verlangen nach körperlichem Komfort nicht befriedigt wird? Wie reagiert der Geist, wenn wir uns nach emotionaler Nähe sehnen und dieses Bedürfnis nicht befriedigt wird?
wie geht es uns, wenn die Stelle, auf die wir uns gefreut haben, jemand anderem vergeben wird? In allen diesen Momenten erleben wir, wie abhängig uns Verlangen macht von den Dingen und von den Menschen. Wenn unser Verlangen nicht gestillt ist, das kennt ihr vielleicht, dann tigern wir hungrig und gereizt durch die Welt auf der Suche nach Erfüllung. Unser Geist ist sehr unruhig und ganz nach außen. Das ist sehr. Verlangen kann auch richtig, richtig destruktiv werden, wenn es Menschen dazu bringt, Handlungen zu begehen, die sich zerstörerisch auf andere Menschen und Tiere auswirken. Wir sind heute Zeugen der enormen Zerstörung und Ausbeutung, die durch unsere Konsumwelt angerichtet wird. Und was fatal ist, die Natur von Verlangen ist es, immer weiter zu wachsen. Verlangen kann prinzipiell nicht gestillt werden. Das ist ganz wichtig zu wissen. Verlangen ist in sich unstillbar. Selbst wenn wir das eine Verlangen gestillt haben, dauert es nicht lange, bis das Verlangen sich ein neues Objekt des Begehrens sucht. Weil die alten Objekte irgendwann langweilig werden. Uninteressant. Hä? Oscar Wilde hatte einmal gesagt, es gibt nur zwei Tragödien im Leben. Die eine besteht darin, dass man nicht bekommt, was man sich wünscht, und die andere darin, dass man es bekommt. Ich kenne jemanden, der sehr reich ist. Er wurde zuerst als Teilhaber einer Firma Millionär. Ist ja schon viel. Doch dann hat ihm das nicht gereicht und er hat dann gemeint, ja, einfach zur Sicherheit strebe er jetzt mindestens 10 Millionen an. Einfach, damit er sich sicher fühle. Und nachdem er das erreicht hat, hat er sich jetzt vorgenommen, 50 Millionen zu erreichen. Und ich frage mich, wann ist es genug? Wann ist es genug? Kennen wir das nicht alle, diese nicht enden wollende Reihe von begehrten Objekten, denen wir nachrennen im Leben? Und können wir sehen, dass es eigentlich nicht um die Objekte geht, sondern um das Verlangen im eigenen Geist? Das hindert uns daran, Frieden zu finden, nicht die Objekte. Es ist das Verlangen, das den Frieden zerstört. Die Kehrseite von Verlangen quasi ist die umgekehrte Reaktion, ist die Ablehnung, die Aversion. Das ist das ganze Kritisieren, Verurteilen, Ärger, Bekämpfen, Zerstören von Dingen und Objekten, die uns irgendwie stören, die wir nicht mögen. Wir lehnen Schmerz ab, schwierige Gefühle, Lärm, andere Meinungen, andere Menschen, Bedrohungen etc. Und nicht selten können wir schon, während wir das tun, fast zuschauen, wie unsere Reaktion ihrerseits weitere negative Folgen nach sich zieht. Wenn wir in einer Meinungsverschiedenheit mit Ärger reagieren, gießen wir einfach weiteres Öl in den Konflikt, heizen ihn an. Oder wir richten beim Versuch, etwas Unangenehmes wegzumachen, noch größere Schäden an. Die Menschheit ist wirklich gut darin. Das ist unglaublich. Dann setzen wir aggressive Unkrautvertilger ein, um Unkraut wegzumachen und zerstören dadurch den Rasen, den wir eigentlich wollten, und nebenbei auch noch ziemlich viele Insekten. Ja, also Ablehnung kann sehr, sehr zerstörerisch werden. Und erst recht natürlich, wenn sie dann wirklich zu manifester Gewalt, zu Grausamkeit wird. Was mit kleinen schnippischen Bemerkungen Kritik anfangen kann, kann in einen handfesten Streit eskalieren, in blinde Zerstörungswut, in Krieg, in Terrorismus. Auch Ablehnung hat diese fatale Tendenz, sich zu verstärken und zu vermehren. Je mehr wir mit Ablehnung reagieren, desto stärker wird diese Gewohnheit des Geistes. Und das heißt, je gereizter wir sind, desto mehr sehen wir Dinge, die uns noch mehr auf die Nerven gehen. Das kennt ihr bestimmt alle. Wir sehen immer mehr Dinge, die uns noch neue Nahrung geben für neuen Ärger. Und dieses aversive Reagieren dann
die Art, wie wir sprechen, wie wir handeln, wird dazu führen, dass auch unsere Umwelt dann schlecht gelaunt ist. Das heißt, wir verbreiten diese Negativität noch in unserem Umfeld. Es ist relativ einfach zu sehen, dass Ablehnung und Aversion viel Leiden hervorbringt in unserer Welt. Aversive Geisteszustände fühlen sich schon nicht sehr gut an. Kritiksucht oder Wut oder Ärger und auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen leiden darunter. Jetzt beruhen sowohl Ablehnung als auch Verlangen oder dieses Wollen letztlich auf einem noch fundamentaleren Missverständnis. Sie gründen eigentlich in dieser Täuschung oder in dieser Unwissenheit, die ich bereits angesprochen habe. Und das ist die eigentliche Wurzelursache all unserer Schwierigkeiten. Die tiefste Ursache unserer leidvollen Situation als Menschen ist, dass wir nicht wirklich wissen, wer wir sind und wie die Natur der Dinge ist. Wir glauben, ein isoliertes, abgegrenztes Selbst zu sein, definiert durch unseren Körper und unsere Eigenschaften. Und dann gehen wir durch das Leben mit dem Hauptziel, dieses Selbst beschützen und verteidigen zu müssen. Wir erleben uns als abgetrennt von der Welt, als separat existierende Wesen und erkennen dabei unsere tiefe, tiefe Verwobenheit mit dem Leben nicht. Und solange wir nicht zu dieser Realisation der tatsächlichen Natur des Seins kommen, solange sind wir den selbstzentrierten Verhaltensweisen ausgeliefert. Und solange werden ungeschickte Reaktionsweisen immer mal wieder zum Ausdruck kommen. Wir können also sagen, dass der Buddha den Grund für leidvolle Erfahrungen letztlich in einer getäuschten Wahrnehmung sah. Ist es nicht eine tröstliche Sicht, wenn wir niemandem die Schuld geben müssen dafür, dass es Leiden und Schmerz gibt, sondern wenn wir hören, dass es einfach an einer falschen Sichtweise liegt? Selbst Menschen, die wirklich destruktiv und zerstörerisch handeln, tun dies nicht, weil sie inhärent böse sind, sondern weil ihr Geist getäuscht und verwirrt ist. Gefangen in einer Sicht von Trennung, von abgespalten Sein, kennen sie keinen anderen Weg zum Glück, als nur für ihre Interessen zu schauen. Sie kennen kein besseres Handeln. Ja, was sollen wir mit dieser Tatsache der Ursache des Leidens anfangen? Die Aufgabe hier ist, dass wir diese unheilsamen, destruktiven Tendenzen im Geist loslassen sollen. Dass wir sie aufgeben sollen. Und um nichts anderes geht es in der gesamten buddhistischen Geistesschulung. Es geht um die Beseitigung der Ursachen im eigenen Geist, die Leiden hervorbringen. Wenn wir diese Ursachen aufgeben, wenn wir sie überwinden können, dann, das ist die logische Aussage, wird auch die Leidhaftigkeit an ihr Ende kommen. Ja, damit kommen wir zur Wirklichkeit des Aufhörens der Leidhaftigkeit. Jetzt kommt die frohe Botschaft. Nachdem der Buddha uns die Diagnose unserer Situation gegeben hat und die Ursachen erklärt hat, weist er uns auf die Möglichkeit hin, gesund zu werden, heil zu werden. Wir sind nicht gezwungen, auf immer und ewig im ewigen Kreislauf von Samsara drehen zu müssen, in Leiden und Schmerz. Wir alle haben als Menschen das Potenzial, den tiefsten und vollkommensten Frieden und das vollkommenste Glück zu verwirklichen. Das ist das, was der Buddha in seiner Nacht des Erwachens realisierte. Er wachte aus dem Zustand der Täuschung auf und erfuhr die unsterblich, die ungeborene Dimension des Seins. Das nennt man Nirvana oder Nibbana. Und diese Befreiung, dieses Erwachen, gilt es zu verwirklichen. Wir haben diese Möglichkeit als Menschen, dem Leiden ein Ende zu setzen. Das ist die optimistische Prognose, die der Buddha uns Kranken gibt.
Und hier ist es vielleicht interessant zu schauen im eigenen Geist, was für Reaktionen auftauchen, wenn wir das hören. Können wir uns selbst diese Möglichkeit zugestehen, dass wir Befreiung erlangen können? Oder bemerkt ihr vielleicht eine gewisse Abwehr, weil es vielleicht zu abgehoben erscheint, zu weit hergeholt, übertrieben? Manche Menschen haben sich so auf ein bestimmtes Selbstbild festgelegt, dass es ihnen schwer fällt, auf diese Möglichkeit des Erwachens zu vertrauen. Und dann denke ich, ich, unbedeutendes Würstchen, ich und Erwachen, Erleuchtung, das ist doch Quatsch, das ist doch unerreichbar für mich. Dafür bin ich viel zu neurotisch oder zu ängstlich oder voller Verlangen oder Aversion. Ja, es ist wirklich schade, wenn wir uns durch so ein Bild, das wir von uns selbst haben, das natürlich von unserer Biografie her stammt, das aus unserer Vergangenheit kommt, einschränken lassen, limitieren lassen. Denn können wir wirklich wissen, zu was wir fähig sind, solange wir es nicht versucht haben, solange wir nicht vollen Einsatz gegeben haben, es zumindest zu versuchen? Die Lehre von Nirvana ist wirklich eine sehr radikale Lehre des Buddha. Und ich bin mir bewusst, dass es nicht allen Leuten gleich leicht fällt, sie anzunehmen. Aber vielleicht können wir es doch ein bisschen vielleicht zulassen, den Blick ein bisschen zu öffnen. Den Horizont ein bisschen zu öffnen. Vielleicht ein bisschen in Kontakt zu kommen mit einem Potenzial, das wir alle schon sind. Vielleicht spüren wir ja intuitiv schon lange, da ist eine tiefere Dimension. Sie ist schon da und wir alle wissen intuitiv darum. Und es geht mehr darum, Vertrauen zu entwickeln. Es geht ganz, ganz stark um Vertrauen darin. Egal wie neurotisch wir zurzeit sind, egal wie erfolgreich oder scheiternd wir uns erleben, es spielt keine Rolle. Wir haben dieses Potenzial und Buddhas Lehre ermutigt uns, Vertrauen zu fassen. Das ist seine Lehre. Es heißt an einer Stelle, wie der gewaltige Ozean nur einen Geschmack hat, nämlich den Geschmack des Salzes, so hat diese Lehre ebenfalls nur einen Geschmack. Den Geschmack der Befreiung. Ja, was meinen wir mit Befreiung? Nirvana ist nicht etwas, was man wirklich in Worte fassen kann. Der Buddha selbst sagte darüber, dass es tiefgründig, schwer zu sehen und schwer zu verstehen sei. Nirvana ist nicht etwas, was man haben kann oder gewinnen kann. Nirvana bezieht sich auf den Geist, der von allen Täuschungen, von allen Schleiern und Zwängen frei ist. Ein Geist, der nach nichts greift, der nichts ablehnt und der darum im vollkommensten Frieden ist. Nirvana ist möglich in dem Maße, wie wir aufhören, hinter den Dingen herzurennen oder sie ständig nach unserem Interesse manipulieren zu wollen. Stattdessen, wenn wir wirklich achtsam und klar einfach sind mit dem, was ist. Nirvana ist der Geist, der losgelöst ist von den Zwängen des Habenwollens oder Nichthabenwollens. Ein Geist, der frei ist von Unwissenheit, von Begehren, von Ablehnung, von Hass. Frei von Hadern und Jammern. Nirvana ist der Geist im tiefsten Gleichmut, in tiefster Ruhe, der inmitten des Lebens in sich ruhen kann. Nirvana ist das Ende der Selbstbezogenheit und die Realisation der gegenseitigen Bedingtheit aller Phänomene. Und damit ist Nirvana auch die Vervollkommnung von Liebe und Mitgefühl. Im Samyutta Nikaya finden wir eine sehr lange Auflistung von Gleichnissen für Nirvana, von denen ich hier nur ein paar aufzählen möchte. Nirvana, heißt es hier, ist das Ungestaltete,
das Unbedingte, die Wahrheit, das Subtile, das schwer Ergründliche, das Alterlose, das Beständige, das Unzerbrechliche, das Unsichtbare, der Friede, das Todlose, das Erlesene, das Segensreiche, das Aufhören des Verlangens, das Wunderbare, das Ende der Not, die Freiheit, das Reine, die Erlösung, das Ungebundene, die Insel, die Sicherheit, der Schutz, die Zuflucht, das andere Ufer, das Ziel, das Ende. Das ist nur ein Teil einer langen Liste. Jetzt muss man Nirvana nicht als etwas verstehen, was wir dann eines gloriosen Tages in der Zukunft hoffentlich oder vielleicht auch nicht erreichen werden. Erleuchtung oder Erwachen passiert in den wenigsten Fällen auf einen Schlag, so dass wir von einem Tag auf den anderen vollkommen befreit durch die Welt schweben werden. Wenn wir auf so etwas hoffen, dann werden wir uns wahrscheinlich ziemlich verbissen, angestrengt bemühen, das herbeizuführen, was eher kontraproduktiv ist. Bei den meisten Menschen ist Erwachen eher ein allmählicher Prozess. Ein allmähliches, tieferes Verstehen, ein inneres Entspannen, ein Loslassen. Und wir alle kennen schon jetzt diese Momente, in denen der Geist relativ freier ist, gelöster ist. Wir alle erleben jetzt schon hin und wieder Mini-Nirvana. Es ist sehr hilfreich, wenn wir aufmerksam werden auf diese Momente, in denen der Geist von etwas ablässt und sich entspannt. Jedes Mal, wenn das passiert, sollten wir innerlich merken, so fühlt sich der Geist an, wenn er im Frieden ist. Durch das bewusste Wahrnehmen werden wir mehr und mehr vertraut mit diesem Geschmack von Freisein, von Leichtigkeit, von in der eigenen Mitte ruhen. Mini-Nirvana sind die Momente, in denen wir frei sind von Wünschen oder Ansprüchen, dass es anders sein sollte. Momente, in denen wir mit dem Leben okay sind. Momente, in denen der Geist nicht unruhig herumtigert, sondern einfach achtsam und klar in sich ruht. Zum Beispiel jetzt gerade könnten wir uns fragen, was hindert mich daran, jetzt gerade in diesem Moment vollkommen glücklich zu sein? Könnte ich mich einfach in die jetzige Erfahrung hinein entspannen und diesen Moment so annehmen, wie er ist? Oder wenn unser Zug Verspätung hat, können wir die Situation einfach so annehmen, ohne Drama, ohne ein Aufheben darum zu machen? Mini-Nirvana ist jedes Mal, wenn wir loslassen, wenn wir großzügig sind, wenn wir jemandem den Vortritt lassen, wenn wir aufhören, ständig alles nach unserem besten Interesse zu manipulieren. Mini-Nirvana ist, wenn wir schwierige Situationen geduldig annehmen, wenn wir anderen Menschen voller Mitgefühl beistehen, wenn wir anderen Menschen helfen, ihr Leiden zu lindern. Ein befreiter Geist ist in der Lage, voll und ganz am Leben teilzuhaben. Und zwar in einer nicht egoistischen, nicht selbstzentrierten Art und Weise. Er ist wach, anteilnehmend, sanft, tatkräftig und freudvoll. Freudvoll ist auch ich. Eigentlich ist unsere ganze Praxis eine Übung in Nirvana. Wir üben uns immer wieder ganz anwesend zu sein, ohne ständig zu manipulieren. Wir üben uns, gewahr zu sein, wahrzunehmen, was in unserer Erfahrung auftaucht, ohne wegzustoßen, ohne zu ergreifen. Und indem wir auf diese Weise verweilen, lernt der Geist,
sich mehr und mehr zu entspannen, sodass er nicht mehr so ängstlich und eifersüchtig oder gierig zu sein braucht. Und so entwickeln wir unser Vertrauen, dass Nirvana tatsächlich möglich ist. Ja, dann kommen wir zur vierten edlen Wahrheit oder zum Pfad, der zum Aufhören der Leidhaftigkeit führt. Dieser soll kultiviert werden. Nachdem der Buddha gezeigt hat, welche Ursache dem Leiden zugrunde liegt, zeigt er nun einen pragmatischen Weg, um dieses Leiden tatsächlich zu beenden. So wie das Leiden seine Ursache hat, so hat auch das Erwachen, die Befreiung, bestimmte Bedingungen, müsste man jetzt eher sagen. Erwachen passiert nicht einfach so. Erwachen passiert, wenn die geeigneten Bedingungen zusammenkommen. Und wir haben es in der Hand, die geeigneten Bedingungen zu kultivieren. Selbst wenn wir Erwachen nicht machen können oder erzwingen können. Wir können wie eine Gärtnerin alles so vorbereiten, hegen und pflegen, dass die Samen des Erwachens keimen und wachsen können. Der sogenannte achtfache Pfad beschreibt eine umfassende Vision eines Lebens, das auf Erwachen ausgerichtet ist. Es geht hier also nicht darum, dass wir bestimmte Dinge glauben sollen, sondern um ganz konkrete Handlungsanweisungen, wie wir unser Leben gestalten sollen. Und dieser Weg, wie der Buddha ihn beschrieben hat, bezieht sich längst nicht nur auf die Meditation, sondern umfasst die ganze Art, wie wir die Welt, wie wir uns selbst sehen und wie wir handeln, unser ganzes Tun. In diesem sogenannten achtfachen Pfad sind verschiedene Facetten beschrieben, die alle miteinander verwoben sind und die sich gegenseitig fördern und unterstützen. Ihr kennt sie vielleicht, diese acht Aspekte oder die Lieder. Wir haben die rechte Erkenntnis, die rechte Gesinnung, die rechte Rede, das rechte Tun, den rechten Lebenserwerb, das rechte Bemühen, die rechte Achtsamkeit und die rechte Sammlung. Und ich werde morgen noch ausführlich darauf eingehen. Ich möchte jetzt heute da nicht mehr ins Detail gehen. Vielleicht einfach dazu sagen, dass diese verschiedenen Facetten nicht eine Stufenreihe bilden, die wir so nach und nach abarbeiten, sondern wirklich Facetten sind eines spirituell ausgerichteten Lebens. Wie gestalten wir unser Leben? Das heißt, wir als ganze Menschen sind gemeint und betroffen. Interessant finde ich bei dieser ganzen Auflistung der acht Aspekte, dass rechte Erkenntnis als erstes genannt wird. Gemeint ist damit letztlich die höchste Erkenntnis, aber es ist zugleich auch der Anfang, der Einstieg in den ganzen Pfad. Also rechte Erkenntnis steht am Anfang des Wegs und ist zugleich auch die Vervollkommnung des Wegs. Am Anfang kann das heißen, dass wir vielleicht einfach eine Ahnung haben, dass etwas nicht stimmt, dass wir leiden. Vielleicht ist es diese Konfrontation mit existenziellen Fragen, die ich zu Beginn erwähnt habe. Solche Erfahrungen, die uns zu denken geben, die eine Sehnsucht in uns wecken. Das ist der Anfang von rechter Erkenntnis. Das bringt uns dazu, auf die Suche zu gehen, uns mit existenziellen Fragen zu beschäftigen. In einem volleren Sinn bedeutet rechte Erkenntnis, die vier edlen Wahrheiten oder Wirklichkeiten vollkommen realisiert zu haben. Das ist dann eigentlich Erwachen auch, gleichbedeutend mit Erleuchtung. Wir brauchen aber am Anfang schon das Vertrauen, dass das möglich ist. Nur wenn wir von Anfang an irgendwo die Idee zulassen, es könnte ja möglich sein, dass ich erwachen kann, dann werden wir wirklich genug Energie mobilisieren,
um zu praktizieren, um Zeit dafür zu schaffen und Raum. Wir alle tragen diese Samen für die Buddhaschaft schon in uns. Wir alle sind schon Baby-Buddhas und es liegt an uns, dieses Potenzial zu nähren. Wenn wir ausgerichtet sind auf diese Vision, wenn wir Vertrauen haben in dieses Potenzial in uns, dann erfordert der Weg zwei Dinge. Einerseits das Kultivieren unseres Geistes, um unheilsame Tendenzen abzubauen und heilsame Tendenzen zu fördern. Also wir versuchen bewusst, Qualitäten wie Freude, Mitgefühl, Toleranz, Tatkraft zu stärken. Und wir versuchen, Ärger, Neid, Eifersucht, Verlangen abzubauen. Das ist das eine. Das ist so ein bisschen das Verhaltenstraining. Die andere Seite ist, dass wir auch die Weisheit entwickeln, die Fähigkeit tiefer zu verstehen, um dadurch wirklich zu einem tiefen, tiefen Verstehen unseres Lebens und unseres Seins zu gelangen. Dieser Weg braucht Geduld. Es erfordert wirklich viel Geduld, es braucht einen langen Atem. Und doch ist der Weg, wie der Buddha ihn lehrte, nicht einfach ein mühseliger Drill und ein Zwang, den wir uns auferlegen müssen, sondern es kann wirklich eine wunderbare Entdeckungsreise sein, auf der wir mehr und mehr entdecken, welche Möglichkeiten uns offen stehen. Es ist ein Weg, der aus engen Zuschreibungen hinausführt, aus einem sehr engen und limitierten Verständnis von uns selbst in eine grenzenlose und weite und freudvolle Welt. In eine Welt, wo unsere heilsamen Qualitäten mühelos erblühen und all den Menschen und Wesen zugutekommen, die sie benötigen. Qualitäten wie Liebe, Mitgefühl, weises Verstehen, Großzügigkeit. Wenn wir das Glück haben, dem Dharma zu begegnen, dann haben wir die Chance, dieses Glück zu verwirklichen, diese Fähigkeiten zu kultivieren, um den Geschmack von Freiheit wirklich selbst zu kosten. Den Weg des Dharma zu gehen, heißt das Potenzial des eigenen Menschseins voll zu verwirklichen. Und es ist ein Weg, der unser Leben zutiefst sinnvoll werden lässt. Inmitten einer Welt, die manchmal ziemlich chaotisch und verrückt ist. Carol Wilson, eine Lehrerin von mir, sagte einmal in einem Interview auf die Frage, warum sie praktiziert: Meine Gründe wechseln ständig, aber man könnte sagen, es geht um Freiheit von Verlangen, Hass und Verblendung. Und da ist auch der Teil, allen Wesen zunutze zu sein. Früher wollte ich verstehen, was die Wahrheit ist, weil ich, seit ich 16 Jahre alt bin, intuitiv spürte, dass alles von einer Art Wahrheit durchdrungen ist. Das motivierte mich zu praktizieren. Und jetzt sehe ich, es ist ein Gefühl der zyklischen Natur des Lebens, von Samsara. Ob die Kreisläufe von Geburt und Tod oder die Geburt und der Tod des Selbstgefühls, einfach Kreisläufe, die sich wiederholen, die nirgendwo hinführen. Und dann völlig wach in diesem Verstehen zu leben. Wenn wir wirklich von da aus leben können, wenn das Herz für einen Moment wirklich rein ist und die Dinge wirklich einfach so sind, wie sie sind, dann gibt es kein Problem, selbst wenn sehr schmerzhafte Dinge geschehen. Ein Freund von mir nennt es den Wort des kein Problem. Und weißt du, wenn wir wirklich hinschauen, dann kommt die Weisheit. Das ist so erstaunlich. So erstaunlich. Weil nicht wir es sind, die es tun. Ja, das Tor des Dharma steht uns allen offen. Und wie es auch Carol Wilson erwähnt, können wir in jedem Moment unseres Lebens durch dieses Tor treten. Hier und jetzt. Ich möchte abschließen mit
Worten von Ajahn Chah, dem berühmten Meister aus Thailand, der einmal sagte: Unsere eigene Mitte ist zeitlos, ausgewogen, unbewegt. Verweile in diesem natürlichen Zustand des Geistes. Wenn du ihn durch die wechselnden Sinneseindrücke vergisst, brauchst du dir in deiner Verwirrung und Verstrickung nur deine Lebendigkeit bewusst zu machen und zur Mitte zurückzukehren. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit. Jetzt weiß ich nicht, gibt es Fragen vielleicht? Ich glaube, jetzt haben wir Zeit für Fragen, Austausch. Ja, ich habe keine Frage. Ich finde es nur ganz wunderbar dargestellt. Danke. Ist einfach so, als ob ich das jetzt so richtig verstanden habe. So. Danke. Ich habe eine Frage zu dem Begriff Wirklichkeit, den du am Anfang benutzt hast. Kannst du das erklären, was du damit meinst? Also vier Wirklichkeiten der Edlen? Also was ist Wirklichkeit in diesem im Sinne dieses in diesem Zusammenhang? Also ganz genau kann ich es dir nicht sagen. Ich kann nur dir einen Artikel von Peter Harvey empfehlen, sich eben mit diesen Begriffen auseinandergesetzt hat und er sagt, also das wusste man schon länger, dass das Wort Wahrheit ursprünglich gar nicht erwähnt wurde. Das wurde später hinzugefügt. Und aufgrund seiner indologischen Forschung sagt er, man müsse es eigentlich als Wirklichkeit übersetzen. Aber ich werde hier nicht in die philosophischen Dimensionen gehen, weißt du, was mit Wirklichkeit gemeint ist. Ich würde von einer phänomenal erlebten Wirklichkeit ausgehen, die wir als Menschen direkt spüren können. Wir können Leiden erleben. Wir können die Ursachen sehen. Wir können das Aufhören des Leidens erleben. Also es sind Wirklichkeiten im Sinn von phänomenal erlebbare Realitäten. So. Ja. Ich habe das als Tatsachen aufgefasst. Oder Tatsachen, das klingt halt weniger pastoral als Wahrheit. Ne? So hat es das ja auch ein bisschen erklärt. Genau. Ne? Dass man nicht mit solchen absoluten Wahrheiten konfrontiert wird, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen sperrt gegen dieses Wort. Genau. Das ist ein gutes Wort, Tatsachen. Gefällt mir. Und damit habe ich schon wieder mehr Schwierigkeiten. Eine Tatsache ist etwas Unumstößliches, was Absolutes. Das ist es ja nun gerade nicht. Eine Wahrheit ist was Dogmatisches. Man hat sich darauf, wahr ist das, worauf man sich einigt, dass es wahr ist. Da kann man schon sagen, in der buddhistischen Lehre hat man sich darauf geeinigt, das sind die vier Kernwahrheiten. Das heißt nicht, dass sie außerhalb des Buddhismus wahr sein müssen. Buddha lädt ja zur Überprüfung ein. Sie hat am Anfang gesagt, Wirklichkeit ist aber vielleicht realitätsnäher. Da lädt es, die Wirklichkeit ist etwas, was wir selbst empfinden, das lädt uns noch mehr zur Überprüfung ein oder zur, dem ist das offen anwendbar. Ich sehe Wirklichkeit und Wahrheit jetzt nicht letztlich so weit auseinander. Also ich denke, man kann sich, das ist eine Frage der Begriffsdefinition, wenn man ungefähr weiß, was damit gemeint ist, dass es eben keine dogmatische Wahrheit ist und keine Realität ist und letztlich auch keine Tatsache, sondern irgendein Modell einer dieser Dinge oder dieser Dinge überhaupt, dann kann man sich dann, glaube ich, ganz gut anfreunden. Da geht es ja noch mit dem Begriff, ne? Manchmal wird es dann schwierig, ne? Wenn wir aus den alten Sprachen, die es auch gar nicht mehr gibt, versucht das jetzt ins Deutsche zu übersetzen, Pali kam und wird zum Beispiel manchmal von Schuld und Sünde gesprochen, ne? Irgendwas völlig Unbuddhistisches eigentlich und trotzdem taucht das in manchen Übersetzungen auf und führt völlig in die Irre. Ne? Also da ist es dann bedenklich. So mit Wahrheit, Tatsache und Wirklichkeit, das geht gerade noch so. Jetzt muss ich die ganze Zeit an diese Begriffe denken, ne? Das geht sogar noch weiter. Ne? Wenn du sagst, die vier edlen Wahrheiten, ich glaube, da gibt es ja auch so Streitereien, ob man die als heilige Wahrheiten sogar bezeichnen soll. Das geht dann irgendwie noch eine Ebene höher. Ich glaube, im Englischen gab es da Auseinandersetzungen, ob die Noble oder Holy heißen sollen. Was man damit so assoziiert. Genau, das ist das Problem. Wenn man dann deutsche Wörter verwendet, die hier schon einen Kontext haben, eine Geschichte haben, die aufgeladen sind mit bestimmten Konnotationen, dann schwingt das alles mit. Ist nicht sehr hilfreich. Ja, schlussendlich ist immer die Frage, wie können wir das für uns wirklich umsetzen und anwenden?
in einer nicht dogmatischen Art und Weise. Was ist die Herausforderung? Ich weiß nicht, gehe ich recht in der Annahme, dass du auch als Psychologin arbeitest? Nein, das tue ich nicht. Hast du das mal gemacht? Wenig. Ja. Okay, Frage funktioniert, glaube ich, trotzdem. Also mich würde interessieren, aus deiner Erfahrung, ich weiß ja nicht genau, wie viel du unterrichtest, was du machst und so, aber mich würde interessieren, ich meine, was du erzählt hast, hört sich furchtbar logisch an. Mhm. Also so, ne, so nach dem, warum macht man es dann nicht? Und aber wir machen es ja ganz oft nicht. Ne? Also wir können, aber auch können oder wollen wir auch nicht. Und mich würde interessieren, aus deiner Perspektive, was du erlebst, ob du noch was zu den Hinderungsgründen Lust hast zu sagen. Also was uns eigentlich, ich meine, du hast viel beschrieben, aber noch ein bisschen genauer zu gucken, was es eigentlich ist, dass uns so von der Fliege uns von der Freiheit abhalten. Ja, was uns gefangen hält. Ja. Weil sowas Allgemeines, wie wir gehen ganz schnell von dem weg, was uns unbequem ist, und wollen mehr von dem, was können wir alle sofort nachvollziehen. Aber wenn man es noch ein bisschen weiter runterbricht, würde mich deine Erfahrung und Sichtweise interessieren. Also man muss einfach sagen, das sind ganz tief sitzende Gewohnheiten. Und das ist das Problem, dass wir wahnsinnige Gewohnheitstiere sind als Menschen und dass es wirklich ziemlich langjähriges Training braucht, um Gewohnheiten zu ändern. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen. Die Gewohnheit, etwas zu wollen, die Gewohnheit wegzustoßen, das sitzt so tief in unseren Zellen. Also das ist sicher ein Aspekt. Einfach Gewohnheitsmuster. Das ist das, was oft auch mit Karma bezeichnet wird. Wir sind Gefangene unseres Karmas im Sinn von, wir funktionieren oft in den alten Mustern. Wir wiederholen die Vergangenheit, wir repetieren immer die gleichen Muster, individuell, aber auch in Beziehungen, das kennt ihr bestimmt auch. Das ist das Problem und das hat wiederum mit mangelnder Achtsamkeit zu tun. Je unbewusster wir sind, desto mehr funktionieren wir auf eine automatisierte Art und Weise. Je weniger Bewusstheit da ist, desto mehr haben solche Gewohnheiten eine Macht über uns. Je bewusster, je wacher wir sind, je achtsamer, desto eher ist eine Wahrscheinlichkeit, dass wir auch anders entscheiden können. Dass wir plötzlich sagen, nein, ich muss das fünfte Glas Wein nicht mehr trinken. So. Das ist nur mit Achtsamkeit möglich. Achtsamkeit ist der Weg, um da rauszukommen. Unbewusstheit lässt uns auf ewig darin kreisen, in diesen alten Mustern. Das ist das eine. Gewohnheitsmuster haben einfach eine Beharrungskraft, eine Trägheit. Und das andere, was ich auch erwähnt habe, ist diese grundlegende Täuschung, die all dem zugrunde liegt. Das lässt sich wirklich nur mit sehr, sehr konsequenter Untersuchung des eigenen Erlebens in der Meditation wirklich auflösen. Dass wir wirklich beginnen zu sehen, ich bin gar nicht so getrennt, ich bin gar nicht so ein solid existierendes, separates Wesen. Ich bin total bedingt, verwoben mit dem ganzen Leben. Dann macht diese Art von Greifen und Wegstoßen einfach keinen Sinn mehr, wenn wir das verstehen. Aber das sitzt sehr tief. Wir definieren uns sehr, sehr oft schon ganz tief in unserem Wesen als jemand. Ich bin, da ist doch jemand. Ich bin jemand. Und dann haben wir unsere Identität und unsere Geschichten und das kriegt eine gewisse Solidität. Das wird dann noch aufrechterhalten durch das Umfeld, andere Menschen, die wissen auch, wer wir sind. Ah, ich kenne dich, du bist so. Das stabilisiert sich alles gegenseitig. So halten wir uns auch zum Teil gegenseitig gefangen in Zuschreibungen. Auch da ist es durch achtsames Untersuchen, dass wir beginnen, das ein bisschen aufzulösen. So fixe Zuschreibung. Ich weiß nicht, beantwortet das deine Frage ein bisschen? Ja, auf jeden Fall. Darf ich dazu was sagen? Ja. Weil ich gerade hier der Psychologie gehört habe, da fiel mir gerade so ein,
dessen westlicher Psychologe ja weiterfragen würde, der wird ja wahrscheinlich nicht dabei bleiben und sagen, dass die Ursachen des Leidens in Gier, Hass und Verblendung liegen, sondern der wird fragen, wo kommt denn Gier, Hass und Verblendung her? Dann wird, der Buddhist wird vielleicht sagen, im Karma. Ne? Das ist dann so ein Ausdruck, vielleicht auch nicht, weiß es nicht. Ne? Also könnte ja dann fragen, wieso sind Gier, Hass und Verblendung in verschiedenen Individuen unterschiedlich ausgeprägt? Aha, so, ja. Gibt es bei dem einen von vornherein weniger Gier, Hass und Verblendung oder von dem einen mehr, von dem anderen weniger? Wo kommt das her? Die westliche Psychologie, die hat ja einen Haufen Antworten darauf, ne? In alle möglichen Richtungen. Wird ja Ursachenforschung betrieben im Buddhismus, weiß ich nicht so genau, wie weit das geht, ob man da noch weiter fragt, weil diese drei bilden ja die Radnabe, ne? Im Rad des Werdens sozusagen. Weiter nach innen geht's ja nicht. Mhm. Aber eigentlich müsste man ja noch eine Stufe weiter gucken. Wo kommt das her? Also von den dreien ist ja die Unwissenheit die grundlegendste. Mhm. Und aus ihr entstehen Verlangen und Ablehnung. Also die Unwissenheit ist letztlich die Ursache von dem ganzen Leiden, könnten wir sagen. Es ist wirklich diese verblendete Sichtweise von Spaltung, von Separation, von Getrenntheit, von Festigkeit, von solid, unabhängig existierenden Dingen. Das ist die Grundursache. Und darüber hinaus findet sich im Buddhismus nichts. Ich glaube nicht, dass die Psychologie so weit ist. Also wäre mir jetzt nicht bekannt, dass man im Buddhismus dazu, dass man in der Psychologie dazu Erklärungen findet. Hm. Und das ist sehr subtil, also das ist nicht so oberflächlich, wie es tönen mag. Diese Unwissenheit, wenn wir beginnen, sie im eigenen Geist zu erforschen, dann sehen wir sie in immer subtileren Formen, diese Art von, wie wir Trennung kreieren, das Gefühl, da ist ein Beobachter, die Erfahrung so. Ja, da wird diese einfache Wirklichkeit ja dann auch kompliziert. Ne? Also wenn man diese Unwissenheit überwinden will, sich intuitiv nicht als getrenntes System praktisch zu sehen, sondern wirklich mal zu verstehen, dass man das nicht ist. Ne? Man kann darüber reden und sagen, klar, ist das nicht so. Ne? Wir sind Teil eines Ganzen, alles hängt zusammen. Ne? Wir sind nicht separat. Um alles wirklich zu verinnerlichen, das ist ja das Schwierige daran, denke ich. Ne? Aber es gibt die Momente. Und schau mal in deiner eigenen Erfahrung, die Momente, gibt es Momente, wo du ganz bei einer Sache bist. Es kann irgendwas sein, eine Blume anschauen oder beim Kochen. Es gibt Momente, da sind wir so hingegeben, dass kein Selbst mehr da ist. Aber wir bemerken sie nicht, das ist das Problem. Wir bemerken diese Momente nicht, weil das sind stille Momente, es sind nicht die lauten, dramatischen Momente. Es sind die Momente, wo der Geist im Frieden ist, wo Ruhe ist. Aber wir übersehen sie, weil wir sind an viel mehr Lautstärke gewöhnt, an viel mehr Drama. Aber wenn wir lernen, ein bisschen sensibler zu werden, dann beginnen wir die Momente zu sehen, wo keine Spaltung ist. Ich meine, das so vorher mit Mini-Nirvana, ja, das sind diese einzelnen Augenblicke, die aber nicht dauerhaft sind. Genau, und wir müssen sensibler werden für diese Momente und sie erkennen. Wir alle haben sie schon. Der Dzogchen Rinpoche sagt, wir haben das andauernd. Wenn wir niesen, da ist kein Selbst. Da ist nur niesen. Das ist ein kurzer Moment, aber ja. Und das ist spannend, diese kleinen Mini-Momente. Das sind ja dann Momente, für die wir keine bewusste Anstrengung machen. Nein. Jetzt was nein, erleben. Genau. Ja, denn es ist irgendwie paradox. Wenn auf der einen Seite möchte ich gerne befreiende Erfahrungen machen, und bin aber dann in dem haben wollen, von irgendwas etwas erfahren wollen. Und das funktioniert wird ja nur mit einem sehr tiefen Loslassen von dem haben wollen. Also was ist dann die Anstrengung, die... Also es geht ja auch nicht zu sagen, okay, dann mache ich eben gar nicht. Genau. Dann lässt man sich ja auch nur treiben. Und so diese Anstrengung in diese Richtung zu bringen, dass sich da was entfalten kann. Ja. Welche Anstrengung ist da hilfreich? Es ist immer wieder einfach die Erinnerung,
dass es schon da ist. Und dass wir nur wach sein müssen. Wach sein, gewahr sein, achtsam sein. Wir können es nicht machen. Es passiert nur, indem dass wir lernen, es zu sehen. Und dafür müssen wir gewahr sein. Vielleicht kann ich dazu auch was sagen. Ich glaube, dass das also mit der Achtsamkeit ja auch wichtig ist, dass man so achtsam ist, dass man verstehen lernt, woran, also welche Faktoren dazu führen, dass man bestimmte Zustände hat. Also genau die Entstehungsfaktoren und auch die Auflösungsfaktoren dann zu sehen. Und das ist, glaube ich, dieses, was du meinst, immer nicht achtsam zu sein und zu verstehen, was dazu führt, dass ich leide. Also, und was das Leiden wieder auflöst und das so wirklich zu erforschen. Und dann schon in dem Moment, also wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann ist es ja meistens schon zu schwierig, wenn man sehr wütend ist oder so, kann man das ja eigentlich nur dieses Gefühl zulassen und versuchen, es irgendwie dem entgegenzuwirken, aber so in dem Moment, in dem das beginnt, also dass man da eine Achtsamkeit entwickelt, dass man diese Entstehung frühzeitig erkennt. Und das ist, glaube ich, auch unheimlich schwierig, weil man die ganze Zeit eigentlich in so einer vollkommen Präsenz sein, leben muss. Und das finden wir, glaube ich, oft gar nicht. Also das ist schwierig. Mhm. Das ist Übungssache. Jetzt hat er sich schon lange gemeldet. Ich sehe so leicht die Möglichkeit, dass der Begriff Achtsamkeit überschätzt werden könnte. Das mag ein bisschen seltsam klingen, aber ich könnte sowohl aus dem Dharma-Lernhaus argumentieren, wo er nur einer von 7 Erleuchtungsfaktoren ist, aber auch aus der praktischen Erfahrung der letzten Jahre, wo dieser Begriff ja so schön es ist, dass er herausgetreten ist aus der Anonymität, in letzter Zeit so ein bisschen breit getreten wird, auch in manchen Kreisen. Ich habe den Eindruck von der Lebensgeschichte des Buddha her, dass seine Lehren kein Selbstverbesserungsprogramm und auch kein Nicht-Selbstverbesserungsprogramm sind. Und das du wirst das sicher nicht machen, aber dass manchmal der Aspekt der Machbarkeit dabei überschätzt wird. Wenn ich auf die Lebensgeschichte des historischen Buddha schaue, dann war es zum Beispiel für ihn sehr natürlich und naheliegend, die Leidhaftigkeit oder das Unbefriedigende schöner Erfahrungen zu verstehen, weil sein Leben jahrelang so reich davon war. Aber wer von uns hat schon so gelebt, wie er, also die Jahre, bevor er seinen Palast verlassen hat. Das heißt, da hat sich auch was erschöpft in seinem gelebten Leben, was es ihm leicht machte zu sagen, das ist es alles nicht. Wenn ich aber versuche, diesen Prozess quasi vom Schwanz her aufzuzäumen und mir selber ständig klar zu machen, wie leidhaft und vorübergehend und vergänglich alles ist, kann das manchmal ein bisschen gequält oder künstlich werden. Es muss sich auch erschöpfen durch einfach Leben und alle Fehler machen und alles erleben, was es dabei zu erleben gibt. Das war keine Frage, oder? Nein, keine Frage. Danke. Ja, ich komme nochmal zu diesem Achtsamkeit, Erkennen, Erforschen. So, ich stelle mir die Frage rein psychologisch, das ist vom buddhistischen Seite her einen Hinweis oder eine Richtung, soll ich mich jetzt fragen, wenn ich reflektiere, was macht es mit mir oder was mache ich mit mir? Wenn ich jetzt irgendein Problem habe oder eine Sache habe oder ein böses, ein Gefühl oder etwas, was ich reflektiere von dem, was ich loslassen will, soll ich die Ursache in meiner Verantwortung sehen oder ist es etwas Externes, das einfach geht, weil ich jetzt irgendwo von Bedingungen abhänge? Deshalb die Frage, was machen? Gibt es etwas mit mir macht? Oder ist es ein Ich, also ein was immer das ist, was etwas mit mir anstellt? Bin nicht sicher, ob ich deine Frage wirklich verstehe, aber ich glaube, es kommt sehr auf die Ziele an, die du hast. Wenn du auf einer tieferen Ebene verstehen, entwickeln willst, dann geht es zuerst um ein Spüren. Einfach das direkte Spüren der Erfahrung in diesem Moment. Also was du jetzt beschreibst, sind mehr kognitive Fragen, analytische Fragen. Genau. Ja. Aber das wäre wie eine andere Tätigkeit als das, was wir jetzt meditativ tun. Meditativ wäre es vor allem das Erleben und Spüren und nicht darüber denken. Verstehst du?
was du beschreibst, ist eh vielleicht psychologisch sinnvoll, aber um die Vergänglichkeit der Erfahrung zu verstehen, gilt es in erster Linie, das voll und ganz zu spüren und zu merken, wie sich das verwandelt. Das wird keine 5 Sekunden gleich bleiben. Das wird sich verwandeln. Aber vielleicht bin ich jetzt total vorbei an dem, was du sagst. Es geht auf jeden Fall nicht um das analytische Nachdenken. Ja, dann blende ich das aus. Das war halt meine Frage. Ja. Wie weit an Selbstanalyse sollen wir auf diesem Weg des Erkennens des eigenen Leides denn führen? Ich bin sehr ignorant. Ich fühle so wenig Leid. Also bei Leiden? Zum Beispiel Leid, ja. Geht es wirklich darum, das zu spüren? Wenn jemand uns kritisiert, dass wir das wirklich an uns heranlassen. Autsch, das tut weh, das macht etwas. Da fühlen wir uns wie getroffen zum Beispiel. Oder wenn der Körper plötzlich krank wird, das wirklich an sich heranzulassen, diese sehr schmerzhafte Empfindung. Darum geht es. Naja, im Verhältnis der Verantwortlichkeit, werde ich denn jemanden dafür verantwortlich machen, dass ich jetzt leide, weil der mich geärgert hat? Mhm. Oder reflektiere ich weiter und sage, der ist außen vor, das sind Bedingungen, du ärgerst dich aus dir selbst heraus. Du machst dir den Ärger selbst. Du bist auch dafür verantwortlich, dass du dich jetzt ärgerst. Ja, jetzt verstehe ich vielleicht ein bisschen besser. Es geht primär darum, dass wir sehen, inwiefern der eigene Geist das Leiden kreiert. Dass in der Welt vieles schief läuft, das wissen wir, das müssen wir nicht mehr herausfinden, oder? Aber wir haben immer die Möglichkeit, auf alles, was passiert, möglichst geschickt und optimal zu reagieren. Selbst wenn jemand etwas Ungeschicktes macht, habe ich eine Verantwortung dafür, wie ich damit umgehe. Und es ist überhaupt nicht interessant, inwiefern es die Schuld der anderen Person ist. Das ist völlig uninteressant. Interessant ist nur, wie kann ich mit dieser schwierigen Situation gut umgehen, ohne Gefühle von Hass, von Zorn, von Empörung noch weiter zu nähren. Vielleicht ist es geschickt, einfach Verzeihung zu üben. Vielleicht ist es geschickt, auf Distanz zu gehen. Keine Ahnung, aber die Aufforderung ist, bei dir selbst zuerst einmal zu schauen, wie kannst du schauen, dass du die unheilsamen Tendenzen in deinem Geist nicht förderst, weil das nur dein eigenes Leiden vergrößert. Und das heißt nicht, dass du die andere Person machen lässt, was immer sie macht. Manchmal muss man Grenzen setzen, aber die Frage ist, müssen wir dabei immer noch unheilsame Gefühle weiter nähren oder finden wir einen Weg, aus Mitgefühl heraus zu reagieren zum Beispiel? Oder Geduld oder Versöhnlichkeit oder was auch immer. Ist das nicht dieses Beispiel mit den zwei Pfeilen? Da gibt es ja so ein gleichmäßiges Problem. Ja, und der erste Pfeil, der trifft einen. Man spürt Schmerz, Wut, irgendwas. Und die natürliche Reaktion, die samsarische, sag ich mal, wäre ja quasi, sich vom zweiten Pfeil noch treffen zu lassen und sich dem hinzugeben, sich daran zu verstecken und nicht innezuhalten. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn der erste Pfeil getroffen hat, innezuhalten und dann eben achtsam zu überlegen und festzustellen, ich habe eine Wahl und kann mich jetzt so oder so entscheiden. Ich denke mal, das geht in die Richtung vermutlich. Ich meine, das ist schon gut, was du gesagt hast, eigentlich nochmal erklärt, dass wir eben selbst gucken müssen, warum reagieren wir so, was geschieht in uns, warum lassen wir uns jetzt provozieren, was läuft in uns in dem ab. Das ist schon ein gewisses Maß an Selbstanalyse, sonst könnte man ja diesen Erkenntnisprozess gar nicht haben. Ja. Das Thema mit dem Verstehen, ne? Also du brauchst ja nicht nur du, alle brauchen immer den Begriff Verstehen. Aber hier geht's ja nicht um intellektuelles Verstehen in erster Linie, ne? Ich meine, es ist viele Dinge, finde ich, relativ leicht intellektuell zu verstehen, aber im Empfinden sieht's völlig anders aus. Und wo sich mir dann die Frage stellt, was ist das eher so wie ein, also ich habe jetzt nur ein scheinbar negatives Beispiel, wie eine Sicherung, die dann rausspringt, also wie so ein Umkipppunkt, wo man Sachen wahrnimmt und dann gibt es irgendwie was wie ein intuitives Verstehen, wie so Klack oder
Verstehst du? Also ich habe den Eindruck, dass diese Form des Verstehens nicht so systematisch, man kann zwar systematisch was tun, aber irgendwie kann ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt 10 Stunden meditiere, dann werde ich es innerlich verstanden haben. Ja? Nee, plötzlich geht dann mein Licht auf, so. Ja, genau. Was ist das für eine Art von Verstehen? Ich weiß, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber ja. Ich meine, das fällt mir jetzt dazu ein. Also es ist immer ein Verstehen, das befreiend wirkt. Das ist das Kriterium. Einsichten sind echte Einsichten, wenn sie innerlich etwas lösen. Wenn wir in dem Moment plötzlich etwas kapieren und dann ist das Problem weg. Habt ihr vielleicht schon erlebt. Also das ist jetzt ein etwas simples Beispiel. Wir ärgern uns über jemanden, weil der eben etwas sehr Negatives getan hat. Und dann hören wir, ach so, er hat gerade eine furchtbare Familiensituation erlebt. Und in dem Moment verstehen wir. Und dann ist unser Ärger verflogen, weil wir plötzlich die Kontexte verstehen. Das ist zum Beispiel. Alle die Momente, wo wir verstehen, echt verstehen, Einsicht haben, in denen löst sich etwas in uns auf. Da plötzlich entspannt sich etwas. Ich kann mich erinnern, einmal zum Beispiel habe ich mich furchtbar aufgeregt in einem Retreat über einen Vortrag einer Lehrerin und sie hat irgendetwas über Evolutionstheorie gesagt. War mein Geist am Kreisen. Und plötzlich, ich habe nicht darüber nachgedacht, ich war mir einfach bewusst, okay, denken. Ich habe es einfach immer wieder wahrgenommen, ich versuchte damit zu sein. Und plötzlich wurde es so klar, oh, das sind ja nur Meinungen. Es waren nur Gedanken in meinem Kopf und nur zu sehen, das sind nur Gedanken, hat die ganze Sache zusammenfallen lassen. Und in dem Moment war auch der Ärger verflogen. Also echte Einsicht bedeutet, es führt zu einem Mini-Nirvana, könnten wir sagen. Echte Einsicht führt zu Mini-Nirvana, weil wir plötzlich tiefer verstehen und plötzlich sehen, diese unheilsamen Tendenzen macht überhaupt keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Was du eben gesagt hast, da ist mir eingefallen, dass ich vor einiger Zeit in so einer aversiven Grundstimmung war und es war irgendwie so, dass egal, womit ich jetzt in Kontakt kam, dass das Ärger ausgelöst hat und auch zwingende Handlungen, dass ich jetzt auch aus Aversion handeln müsste. Also erstmal, es war so, als wollte sich diese Aversion immer nähren durch irgendwelche Situationen, also Gegebenheiten. Und dass ich das dann auslassen müsste, um diese Aversion wieder loszuwerden. Das ist aber, also ich, weil ich das schon mal durchgespielt hatte, dann hatte ich das Gefühl, nee, das ist, das wird es nur noch verstärken. Und es ist so ein Muster. Und an einer bestimmten, also in manchen Sachen habe ich sie losgelassen, an einer bestimmten Stelle nicht, aber wo ich das dann nicht drauf eingesprungen bin, da ist mir klar geworden, dass ich in dem Moment die Wahl hatte. Und da war es irgendwie auch klar, dass so eine Aversion nur ein Besucher ist. Ich habe das schon mal irgendwann gehört, jemand hat das, diese Geisteszustände als Besucher bezeichnet, die uneingeladen kommen. Und wir können ihnen die Chance geben, auch wieder zu gehen. Ja. Das wollte ich nur teilen. Wenn ich jetzt so mehreres gesagt habe, muss ich schon sagen, wir müssen trotzdem sagen, Verstehen hat schon was mit einem Rationalisierungsprozess zu tun. Wir können Emotionen nicht auflösen, wenn wir in der Emotionalität hängen bleiben. Wir müssen eine Distanz schaffen, wir müssen entaktualisieren können. Und das heißt, wir müssen einen geistigen Prozess machen, Einsicht gewinnen, verstehen, was da läuft, um überhaupt eine Distanz aufzubauen zu den Emotionen und diese loslassen zu können. Anders geht es, glaube ich, nicht. Das ist das, was auch mit dem Verständnis im Buddhismus beschrieben gemeint ist. Thich Nhat Hanh schreibt ja auch dauernd, da benutzt dieses Wort Verstehen, tiefes Schauen und Verstehen. Wir müssen tief schauen, das ist irgendeine Art von Analyse oder zunächst muss man annehmen, das ist jetzt gerade so. Das ist jetzt nicht schlimm, dass ich wütend bin. Nur um diese Wut loszuwerden, muss ich von dieser Wut Distanz schaffen. Das kann ich nur mit einem Bewusstseinsprozess. Ich muss mir achtsam diese Wut anschauen, muss gucken, was macht diese Wut mit mir, wo kommt sie
sie vielleicht her, ohne jetzt zu werten, wenn ich das richtig verstanden habe, also ohne Schuldzuweisung, und dann zu überlegen, wie kann ich diese Wut loslassen? Das ist schon ein Bewusstseinsprozess. Du schüttelst den Kopf. Geht los. Ja, weil es einfach verschiedene Theorien darüber gibt. Also ist eine Möglichkeit, es zu sehen, denke ich. Ja, ich könnte genauso gut die Meinung vertreten, dass ich ganz intensiv und ganz tief in die Wut hineingehen muss und sie direkt in ihrer Leerheit erfahre. Ist auch nur eine Meinung. Aber es ist aber auch ein Bewusstseinsprozess, den du in dem Moment hast. Ja. Thich Nhat Hanh nimmt die Wut ja in den Arm. Ja. Er umarmt die ja sogar und hat die erstmal lieb und akzeptiert die, bevor er irgendwas anderes. Also dieses Bild finde ich sehr, sehr schön und das funktioniert eigentlich auch. Das geht nicht vielen anderen, die alle Ängste haben oder wütend sind. Weil ich glaube, man kann es sehr anschaulich sich vorstellen, wenn man etwas in den Arm nimmt, dass es man das auch akzeptieren kann. Das tut man normalerweise mit dem, was man am liebsten hat, also einem kleinen Kind oder einem kleinen Baby, was völlig schuldlos und völlig hilflos ist. Da kann man am meisten Liebe zeigen in dem Moment. Und deshalb ist diese Assoziation, finde ich, ganz toll. Das funktioniert immer. Ich glaube, wir müssen einfach klar unterscheiden. Es gibt drei verschiedene Umgangsweisen, ne? Das eine ist Ertrinken im Gefühl, und da sind wir uns alle wahrscheinlich einig, das ist nicht hilfreich, oder? Wirklich ertrinken, sich suhlen, tagelang, das ist nicht hilfreich. Und das ist auch nicht das Gleiche wie in den Arm nehmen. Ne? Das andere ist so auf Distanz gehen, so intellektuell so irgendwie. Das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Damit sind wir nicht mehr in Kontakt. Was wir in der Meditation versuchen, ist etwas Drittes. Das ist das mit dem in den Arm nehmen. Das ist nicht intellektuell. Es ist nicht versinken drin. Da ist genug Klarheit, es ist genug Achtsamkeit, dass wir doch noch in Kontakt sind und dass wir das Gefühl wirklich fühlen. Wirklich fühlen, aber nicht ertrinken. Das müssen wir ganz klar unterscheiden. Das sind zwei verschiedene Sachen. Also, das ist die Kunst manchmal auch, gerade bei dramatischen Gefühlen. Manchmal ertrinken wir, das ist auch nicht so schlimm. Und dann krabbeln wir wieder ans Ufer und wissen wieder, okay, das ist einfach Wut, okay, Wut. Und wir versuchen sie zu spüren, dann ertrinken wir wieder für einen Moment, dann krabbeln wir wieder zurück ans Ufer, sehen wir wieder, okay. Und mit der Zeit findet Lernen statt. In diesem ganzen Krabbeln und Untergehen und wieder raus und so, findet Lernen statt. Das finde ich das Erstaunliche. Wir müssen gar nichts tun, nur versuchen, da zu sein, ohne voll hineinzufallen. Dieses Gewahrsein einfach zu wissen, ah, jetzt ist da Trinken, jetzt ist wieder Klarheit, jetzt ist ein bisschen zu viel Distanz. Manchmal ist der Prozess chaotisch, aber das Lernen findet statt in dem ganzen Prozess. Du wolltest ja, also so eine Verständnisfrage zu dem, was ich auch gerade gesagt habe. Also es ist also gar nicht so wichtig, das kognitiv zu verstehen, wie etwas entsteht und das Gefühl dann irgendwie später zu vermeiden, sondern es geht eher darum, das Gefühl bewusst wahrzunehmen und erstmal zu spüren und gar nicht so unbedingt so Faktoren zu finden, um das später, um daraus kognitiv zu lernen, sondern es geht eher darum, das erstmal anzunehmen und... Kommt auf die Zielsetzungen an. Ich würde jetzt sagen, in der Vipassana-Meditation wollen wir nicht primär kognitiv verstehen. Im Rahmen einer Psychotherapie kann das sehr, sehr sinnvoll sein. Aber in der Vipassana-Meditation wollen wir vor allem lernen, das Gewahrsein zu schulen, das einfach mit diesem ganzen Prozess sein kann und das wirklich die Gefühle auch zulassen kann, ohne darin zu ertrinken. Es hat beides seine Zeit und seine Berechtigung. Ich habe noch so eine Verständnisfrage zum Vipassana. Ist das Vipassana immer eng an dem Satipatthana Sutra oder ist das gar nicht immer miteinander verwoben? Also ich habe gedacht, das würde das eigentlich immer so bedingen. Doch. Also die Instruktionen, die heute in der sogenannten Vipassana-Meditation gegeben werden, also das hat sich ja historisch einfach so entwickelt, dass man dem heute Vipassana sagt. Der Buddha hat keine Vipassana-Meditation gelehrt. Aber die Instruktionen, die stützen sich sehr stark auf das Satipatthana-Sutra. Also es gibt kein Vipassana, ohne dass es an dieses Sutra dann angebunden ist.
es sind einfach ganz, ganz zentrale Anleitungen, die man dort drin findet. Und da ist es ziemlich einzigartig, dieses Sutra. Ich fällt noch eine Sache ein zu dem Thema störende Gefühle, Gedanken. Was mache ich damit? Und da fällt mir ein, du hast doch immer einen Vortrag gehalten und hast das, ich glaube, Vitakka Santana Sutta ist das doch, ne? Ja. Wo der Buddha praktisch fünf verschiedene Methoden empfiehlt, die man anwenden kann. Von denen ja einige auch schon genannt wurden. Ne? Du hast ja am Anfang mal gesagt, der Buddha wird ja auch als der Mediziner gesehen. Und der hat ja verschiedene Medikamente und diese fünf Methoden, die reichen ja praktisch von dem, was wir gesagt haben, einmal analysieren, dann auseinandernehmen, wirklich zergliedern das Problem, das kleinste Atom sozusagen, oder einfach ignorieren, hat er ja auch unter anderem empfohlen, auch eine Möglichkeit. Oder das Schlechte durch was Gutes ersetzen. Ne? Da sagt ja, wie der Maurer einen Keil in die Mauer treibt und ersetzt das eine mit dem anderen. Und am Schluss kommt er ja noch zu einer ganz drastischen Methode, dass er sagt, wenn alles nicht hilft, dann muss man die Zähne aufeinander machen, die Zunge an den Gaumen ganz fest pressen und wie ein Mann einen Schwächeren niederringt, ne, ganz martialisch. Das hört sich erstmal gar nicht nach Buddha an. Ne? Das wäre ja was, wo man sagt, das ist ja mächtiges Verdrängen und gegen Ankämpfen. Das ist ja das Gegenteil von Vipassana im Grunde genommen. Aber auch das steckt ja in den Kopf mit drin. Das ist ja manchmal ganz interessant. Ja, und zumindest Signatar sagt, das sei ein Einschub aus späteren Zeiten. Genau diese Stelle. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich von Buddha original so gelehrt wurde oder ob das später von der Kommentartradition später eingefügt wurde. Wir leben in interessanten Zeiten, weil wir heute wirklich viel kritischer analysieren können, wie die Texte entstanden sind, wo es vielleicht Einfügungen gibt aus späteren Zeiten, das wirft manchmal gewisse Gewissheiten über den Haufen, die wir hatten, über was der Buddha gelehrt hat. Ich weiß es nicht. Ich kenne es nicht, ich weiß es. Ja, das ist ja auch nicht klärbar, weil es ja die ersten paar hundert Jahre nicht schriftlich niedergelegt wurde. Das heißt, man kann den Pali-Kanon jetzt als die authentischsten Texte betrachten, aber das heißt, es gibt trotzdem keine Garantie, dass es in allen Punkten wiedergibt, was der Buddha tatsächlich gesagt hat. Du musst mit dieser Ambivalenz oder Unschärfe leben. Ja, müssen die Physiker auch. Ja, aber ich meine, selbst wenn ich mir jetzt, ohne genau was festlegen zu können, wer was wann geschrieben hat und aus welcher Motivation und Beschränktheit oder Unbeschränktheit oder sonst noch wie, wäre so eine Aussage wie mit der Zunge am Gaumen festnageln oder festmachen, das mache ich es ja noch schlimmer, also ja, aber ich meine, wenn ich mir überlege, in einer Situation, wenn ich vielleicht so wütend wäre, dass ich mich kurz davor fühle, irgendwas ganz Heftiges zu tun, werde ich ja in dem Moment mir vielleicht eine andere Instruktion geben, als wenn ich mich mal intensiv mit einer bestimmten Verletzung, Wut oder sonst noch was beschäftigen will. Also von daher denke ich mir, alle diese Aussagen passen ja auf ganz verschiedene, also eine Wahnsinnsbandbreite von Erfahrungen, wo du sagen könntest, an der einen machst du fast das Gegenteil von, was du bei der anderen machst. Also breites Spielfeld. Ja, alte Methoden. Kann ich mal ein Fenster aufmachen? Ja, tut ja keinen Zwang an. Aber zieht ihr das, wenn ich, ne? Ja, wenn's, oder? Wenn's keine weiteren Fragen mehr gibt, dann denke ich, können wir auch hier das den Abend beschließen. Es gibt ja immer noch die Möglichkeit für informelle Gespräche und so. Muss ja nicht jeder sofort, sag mal, fluchtartig den Raum verlassen. Dann denke ich, sollten wir uns erstmal auf jeden Fall schon mal bei Juka bedanken, ne, für ihren wunderbaren Vortrag und den interessanten Antworten.